ziemlich einfach zu sagen, dass ich hier auf der Bühne sein konnte. Dass wir unsere ganzen Touren absagen mussten, das hat natürlich wahnsinnig genervt. Ich sag mal so, wir haben die Zeit genutzt und haben am neuen UDO-Album gearbeitet. Das hat uns dann die Zeit etwas verkürzt, sagen wir mal so ausdrücken. Also das war dann, wir konnten ohne Druck arbeiten, sag mal in Anführungszeichen, war das Positive daran. Ja, wir haben viel, sag ich mal, rumexperimentiert, was kann man machen, was kann man tun. Einfach mal Pulli drauf los und Druck, haben ein paar Sachen ausprobiert, die wir vielleicht sonst nicht ausprobiert hätten. Und ja, also da, wie gesagt, das war eigentlich dann so die, in Anführungszeichen, die positive Seite an der ganzen Corona-Geschichte. Ja, auch nicht so, wie wir das normalerweise geplant hatten. Wir hatten normalerweise geplant, uns im Studio einzufinden, alle Mann mit sämtlichen Ideen einzufallen im Studio und dann daran zu arbeiten, so einfach so von Angesicht zu Angesicht. Das hat natürlich leider nicht funktioniert und haben dann mehr oder minder mit Skype-Konferenzen, mit Telefonaten, Sachen mit hin und her schicken, sag ich mal, so eine Vorauswahl getroffen. Ich hatte das große Glück, ich konnte nach Deutschland. Der Bassmann nicht. Slowenien war dicht zu dem Zeitpunkt, wo wir dran waren. Und dann unser lieber Russe war auch nicht machbar. Aber dank der heutigen, Technik, digitalen Welt, wunderbar, konnte man, also arbeiten, hat funktioniert. War leider ein bisschen umständlich und auch ein bisschen Zeitraum, muss ich sagen. Also ich muss erstmal sagen, auf jeden Fall freue ich mich wieder einfach, wenn alles wieder in Anführungszeichen normal läuft, auch einfach spontan mal wieder irgendwo hinzufahren, zu fliegen, zu treffen mit Leuten. Und natürlich auf jeden Fall hoffe ich, dass wir wie geplant im Augenblick spätestens ab Herbst touren können.